Einen wunderschönen netzpolitischen Abend wünsche ich euch. Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Programmpunkt des heurigen Elevate Festivals Western Promises. Mein Name ist Andreas Zingerle, ich bin Medienkünstler und Geschäftsführer von Mur.at und ich werde euch heute durch diesen Abend führen. Eine Veranstaltung in Kooperation von Epicenter Works, dem Spektral und eben Mur.at. Epicenter Works, einer der Initiatoren dieses Abends, der bereits 2015 erstmals stattgefunden hat und heuer zum dritten Mal im Rahmen des Elevate Festivals veranstaltet wird. Bestreben des Abends ist immer, aktuelle digitale Entwicklungen aus verschiedenen Perspektiven beleuchten und diskutieren zu können. Ich möchte auch einen Mitorganisator, den Verein Spektral, kurz vorstellen. Das Spektral ist ein Freiraumprojekt hier in Graz, das es seit rund 20 Jahren gibt. Hier können Veranstaltungen organisiert, Workshops besucht oder auch die bereitgestellte Infrastruktur genutzt werden. Seit letztem Jahr gibt es auch das Freiraumfest, das von verschiedenen Grazer Freiraumprojekten gemeinsam organisiert wird. Dritter Mitorganisator will ich kurz Mur.at vorstellen. Eine Serverfarm hier in Graz, die seit 25 Jahren Menschen im Kunst- und Kulturbereich freie digitale Werkzeuge für ihre künstlerischen Projekte, aber auch die alltägliche Kulturarbeit zur Verfügung stellt. Neben diesem Servicebetrieb betreiben wir ein künstlerisches Jahresprogramm, organisieren Artist in Residences, Worklabs, Ausstellungen on und offline und sind natürlich sehr froh, in Kooperation diesen Abend beim Elevate Festival präsentieren zu können. Ich möchte kurz über den Ablauf eingehen. Wir haben drei Vortragende heute, Thomas Lohninger und Tanja Fachaltaler von Epicenter Works und Adele Siegel vom Kompetenzzentrum Arbeit und Technik des ÖGB. Jeweils werden sie 15 Minuten lang sprechen und ihre Beiträge darbieten. Nach jeder Präsentation gibt es dann 10 Minuten Zeit für Fragen aus dem Publikum und es soll aber auch noch danach Zeit geben für informelle Gespräche und insofern schaue ich auf die Uhr und werde auch immer ein Zeichen geben, dass wir in der Zeit bleiben. Kurzer Hinweis auch noch, um 18.30 Uhr beginnt dann der Film Entangled Recurrence von Konrad Becker, Felix Stalder und vom World Information Institute, wo es danach auch eine Q&A geben wird. Also bitte bleibt für diesen Beitrag dann auch noch da. Okay, kommen wir nun zu unserem ersten Beitrag. Ich würde Thomas gleich auf die Bühne bitten und werde ihn noch kurz ankündigen. Thomas Lohninger von Epicenter Works. Seit 2010 ist er bei dem Verein aktiv, seit 2014 Geschäftsführer. Außerdem schreibt er auf netzpolitik.org, ist regelmäßiger Gast im Podcast Logbuch Netzpolitik und Non-Residential Fellow am Center of Internet and Society der Stanford Law School. Seit 2019 ist er im Vorstand von European Digital Rights und mit 2020 wurde er Vizepräsident des Europäischen Dachverbands. Digitale Identitätssysteme, was kommt nach ID Austria? Ist der Titel seines Vortrages. Thomas, bitteschön. Vielen herzlichen Dank. Hallo Graz. Es freut mich sehr, wieder hier zu sein und euch ein tolles Thema mitgebracht zu haben. Die ID Austria ist ja inzwischen, glaube ich, schon bei vielen Leuten angekommen. Das sind grob 2 Millionen Menschen in Österreich in diesem digitalen Identitätssystem. Und die technische Grundlage ist da. Die Frage ist so ein bisschen, wo führt uns das eigentlich hin? Und mit der Frage beschäftigen wir uns bei Epicenter Works eigentlich, seit das Gesetz zur ID Austria gemacht wurde 2017. Aber da hat es nicht aufgehört. Inzwischen sind wir auf EU- und UN-Ebene sogar auch schon sehr stark konfrontiert mit solchen Systemen. Und ich will zuerst mal anfangen mit dem Warum und Wie. Worum geht es da eigentlich und wie ist so der Stand? Wir haben
in vielen Ländern des globalen Südens schon sehr viele dieser Systeme im Umlauf. Da gibt es auch massiven Druck von internationalen Organisationen wie der Weltbank zum Beispiel, die das oft als Voraussetzung für Entwicklungszusammenarbeitsprojekte sehen. Wir haben Indien als großen Treiber dieses Themas mit dem dortigen System, das wir uns gleich anschauen werden. In den USA gibt es auf einigen Bundesstaatenebenen Initiativen und in Europa haben wir jetzt gerade auch gestern die große Reform abgeschlossen. Darüber werden wir auch noch sprechen. Aber beginnen wir mit Indien, weil das ist sicherlich mit Abstand das größte System. Über 1 Milliarde Menschen sind dort drinnen in diesem digitalen Identitätssystem, das man in Indien für alles braucht. Vom Wählen über Steuern abgeben, Kinder in den Kindergarten anmelden zum Beispiel. Es ist wirklich Teil der indischen Kultur geworden, wie manche Stakeholder dort sagen. Und ganz spannend ist, die waren bei 980 Millionen Menschen, die in diesem System drinnen waren, bevor es ein Gesetz dazu gab. Wie funktioniert dieses System und auf wen zielt das ab? Das sind echte offizielle Materialien der indischen Regierung. Also hier beginnt man wirklich schon im Kindesalter mit der biometrischen Vollerfassung und dem Sign-up der indischen Bevölkerung in diesen Systemen. Und was man braucht, um das System heißt Aadhaar, eine Aadhaar-Nummer zu bekommen, also zu existieren in diesem System, ist einerseits ein biometrisches Foto, alle 10 Fingerabdrücke und ein Iris-Scan. Alle 3 biometrischen Merkmale sind notwendig, damit man für den indischen Staat existiert. Und in Indien gibt es aber nicht nur dieses digitale Identitätssystem, sondern das ist eigentlich immer nur einer von 4 Layern, von 4 Schichten, über die wir hier sprechen. Da gibt es ganz klare Aussagen von inzwischen auch den Vereinten Nationen. Digitale Identität ist das erste und der Foundational Layer. Aber darüber hinaus geht es auch um Zahlungssysteme. Es geht um Datentransfer und es geht am Ende auch um Systeme, wie wir Zustimmungen transferieren können. Wenn man das Ganze übersetzt auf EU-Gesetzgebung, dann haben wir einerseits mal dieses EU-Identitätssystem, das heißt EIDAS. Wir haben den digitalen Euro, weiß auch fast keiner, aber seit Juni letzten Jahres wird an dem verhandelt. Das könnte auch bald kommen. Das Europaparlament wird noch vor der Wahl im Juni den digitalen Euro beschließen. Und so Prinzipien wie once only. Das kennt man, wenn man einen Parkpickerl irgendwo haben will, zum Beispiel in Graz oder in Wien, dann kann man sich dort mit der ID Austria anmelden und die eigenen Daten sind schon hinterlegt. Das ist once only. Und natürlich bei Zustimmung geht es um Datenschutz und deswegen ist da in Europa die DSGVO das entscheidende Gesetz dafür. Aber schauen wir uns jetzt mal vor allem bei dem ersten Schritt, die erste Zeile hier, EIDAS an. Was kommt jetzt gerade durch die Europäische Union? Das ist eine Reform, die hat 2021 begonnen und wurde eben gestern mit der Plenumsabstimmung im Europaparlament beendet. Und das führt dazu, dass wir alle bald auf unseren Telefon vom Staat etwas angeboten bekommen, das die ID Austria ersetzen wird. Teile davon sind uns heute schon bekannt, manche gehen weit darüber hinaus. Wenn man diese App auf seinem Smartphone hat, dann gibt es da alle möglichen Arten von Attributen. Wir haben zum Beispiel in Österreich schon die nationale Identität und den Führerschein auf unseren ID Austria, so wie wir das wollen. Aber in Zukunft sollen da eben auch Universitätsabschlüsse, Versicherungsabschlüsse, Kundenkarten, alle möglichen Flugzeugtickets, vielleicht die Vorteilskarte, alle möglichen Attribute können hier eingespielt werden von einer Vielzahl an staatlichen und auch privaten Anbietern, damit dieses System insgesamt die 4 Funktionen erfüllen kann. Einerseits sich einzuloggen auf Webseiten, zu identifizieren natürlich, aber auch Dinge zu beglaubigen, wie ich habe einen Führerschein dieser Klasse oder ich bin über unter x Jahre alt, aber eben auch rechtsbindliche Unterschriften. Und all das passiert gegenüber sowohl staatlichen Stellen wie auch privaten. Das wird auf Facebook zum Einsatz kommen und anderen Dingen, aber auch im Krankenhaus. Wir haben andere Gesetzgebung, die dazu führen wird, dass das auch bei jedem Arztbesuch ein System sein wird, nach dem gefragt werden könnte. Und besonderer Fokus ist auch zum Beispiel auf Energie-, Verkehrsbetriebe und alle Branchen, wo es irgendeine Form von Identifizierung gibt. Grundsätzlich hat die Kommission vor, dass bis zum Ende dieser Dekade 80% aller Menschen das System nutzen. Damit sie das erreichen, haben sie zum Beispiel vor, dass die großen Online-Plattformen verpflichtet werden, das zu verwenden. Das heißt, man kann sich mit dem Nachfolger der ID Austria dann auf Facebook einloggen oder auf Google.
aber auch auf Pornhub, weil das sind auch sogenannte dominante Plattformen, die die EU ja mit dem Digital Services Act speziell rechtlich behandelt. Auf das stützt sich hier eIDAS und deswegen wird man auch auf Pornhub bald die ID Austria verwenden können. Ihr seht, da gibt es ganz viele Anwendungsfälle, die vermischt werden. Manche davon sind legitim. Jetzt natürlich muss der Staat wissen, mit wem er es zu tun hat, wenn ich jetzt meine Steuern machen will. Und ja, eine Bank muss wissen, wer ein Konto hat bei ihr. Aber es gibt halt eben auch kritische Anwendungsfälle, wo man sogar über die Altersverifikation hinausgehen in Richtung Hotel-Check-In, E-Commerce, eben Social-Media-Dienste und ein ganz großer Bereich dieser Financial-Scoring-Unternehmen, was in Deutschland die Schufa ist, in Österreich die CRIS oder KSV 1870, also diese Firmen, die unsere Bonität ausrechnen, auch die werden hier massiv mitspielen. Also was sind die Risiken, die uns hier drohen? In Indien sehen wir schon mal, dass es 210 Leaks gab, alleine bis zum Ende letzten Jahres. Und das bedeutet halt eben auch, dass die kompletten biometrischen Daten geleakt sind. Ein Passwort kann ich ändern, meine Fingerabdrücke nicht. Und dadurch ist der Schaden, der hier erwächst, für das Individuum um einiges größer. Es gibt gerade in Indien eine massive Industrie, die Gesichtserkennung anbietet. Wenn ich die komplette Bevölkerung in biometrischen Datenbanken habe, sind ganz neue Geschäftsmodelle möglich. Wir sehen auch, dass Widerstand funktioniert. In Kenia konnte man das dortige System mehrere Male beim Höchstgericht aufhalten. Leider ist letzte Woche auch da der Widerstand gebrochen. Jetzt hat das Gericht gesagt, ihr dürft es machen. Aber bis vor einigen Jahren konnte in Kenia ein solches System aufgehalten werden. Wenn man sich vorstellt, dass alles digitalisiert wird, dann gibt es natürlich auch Ausschlüsse, die wir produzieren. Und da gab es eine tolle Petition aus Spanien, wo ein Rentner gesagt hat, wirklich eine Change.org-Petition gemacht zu Hause. Ich bin kein Vollidiot, ich bin ein Bürger. Und hunderttausende Unterschriften hat er gesammelt. Und Stein des Anstoßes war, dass die spanischen Banken es einfach unmöglich gemacht haben, ohne Smartphone überhaupt noch einen Termin zu bekommen und ohne Technik auch ans eigene Geld zu kommen als Rentner oder Rentnerin. Und das hat zum Beispiel auch zu einer Veränderung der Geschäftspraktiken geführt, ist jetzt aber auch eher ein Sonderfall, dass es jemand schafft, so einen Druck aufzubauen aus einer Gruppe, die oft übersehen wird. Aber gerade eben die ältere Bevölkerung ist hier massiv in Gefahr, dass sie ausgeschlossen wird aus sozialen Systemen. Ganz grundsätzlich war ein Zugang, den wir gewählt haben, um über die Systeme zu reden, die Gefahr der Überidentifizierung oder des Oversharings von Daten. Ganz viele Dinge können wir heute anonym oder pseudonym tun. Wenn ich auf einem Blatt Papier meinen Namen eingebe, kann ich den anders schreiben oder mich Mickey Mouse nennen, es ist komplett egal. Wenn ich Zigaretten kaufe und mein Alter nachweise, dann muss ich eh meistens keinen Ausweis herzeigen und wenn, dann wird er nicht abgescannt und in einer Datenbank hinterlegt. All das könnte sich mit diesen Systemen ändern, denn die grundlegende Veränderung ist, dass die Kosten für Identifizierung online und offline auf null gesetzt werden. Wir haben jetzt in Europa über 2,5 Jahre verhandelt, um Schutzmaßnahmen zu bekommen. Die will ich hier kurz darstellen, weil das sind die Dinge, die jetzt auch in Europa auf uns zukommen. Und in vielen Dingen ist das besser als das, was Florian Turski mit der ID Austria vorgestellt hat. Zum Beispiel gibt es laut dem EU-System eine Nichtdiskriminierungsregel. Man darf in der Wirtschaft, aber auch bei staatlichen Dienstleistungen und im Arbeitsmarkt nicht schlechter gestellt werden, wenn man dieses System nicht verwendet. Das heißt zum Beispiel, hier in der Steiermark kommt man als Lehrerin oder Lehrer nicht mehr an die eigenen Lohnzetteln bei manchen Schulformen, weil man dafür die ID Austria braucht. Genauso ist es bei Krankenschwestern in Niederösterreich, bei Landeskliniken. In Salzburg müssen Psychotherapeutinnen die ID Austria verwenden, um gewisse Kategorien von Patienten mit der Gesundheitskasse abzurechnen. Also es gibt jetzt schon einen leichten Druck. In Wien ist es zum Beispiel auch so, dass das Parkpickerl 30% mehr kostet, wenn man keine ID Austria hat. All das wird illegal mit dieser Nichtdiskriminierungsregel, sobald das EU-Gesetz in Kraft ist. Was wir auch verhindern konnten, das ist gut, ist, dass es keine fixen Seriennummer für Menschen geben kann, sogenannte Unique Persistent Identifiers. Das hatten wir auch vorher bei TAR gesehen, es gibt diese ATAR-Nummer, diese eine Nummer steht für diesen Menschen, egal ob er zur Bank geht, einkaufen oder mit dem Staat was zu tun hat, es ist immer dieselbe Nummer. Das ist natürlich perfekt für jede Art von Tracking und Profiling. Das haben wir in Europa verhindert. Ebenso haben wir es geschafft, ein Recht auf Pseudonymität zu bekommen. Überall da, wo es keine Gesetze gibt, die verpflichten, dass ich meinen Namen hergebe, kann ich auch ein Pseudonym hergeben. Das ist, glaube ich, sehr wichtig.
Zero Knowledge Proofs ist ein bisschen schwierig, weil es technisch zu erklären ist, aber was es in der Praxis tut, ist, dass ich mein Alter nachweisen kann, ich bin über 18, ohne dass ich mein Geburtsdatum preisgebe. Und das lässt sich in allen Kombinationen machen. Ich kann belegen, dass ich Anrainer bin, ohne meine Adresse herzugeben und so weiter. Auch das kommt mit dem EU-System. Unlinkability, wenn ich mich mehrmals ausweise bei jemandem, weiß der nicht, dass ich dieselbe Person bin, außer ich gebe ihm meine staatliche Identität. Und zuletzt vielleicht der mächtigste Safeguard, jede Firma, die das System verwenden will, muss sich vorher registrieren. Und es gibt eine öffentliche Liste mit allen Firmen, die bei diesem Ökosystem mitspielen wollen, inklusive der Daten, die sie erfragen wollen und dürfen von ihren Usern oder Kunden oder Besuchern. Das heißt, wir haben zumindest eine kritische Öffentlichkeit, die uns erlaubt zu bemessen, wo dieses System verwendet wird. Es gibt auch wirklich schlimme Sachen. Wir haben es nicht geschafft, die Biometrie als Voraussetzung dafür zu verbieten. Also so wie es heute bei der ID Austria ist, dass man mit seiner Biometrie zuerst mal einen Fingerabdruck auf dem Telefon wohlgemerkt hinterlegen muss, bevor man das verwenden kann. Das darf auch in Zukunft noch sein. Das hätten wir gerne verhindert bekommen. Und ein ganz gefährlicher Punkt aus unserer Sicht, es ist nicht ausgeschlossen im Gesetz, zumindest ist das Gesetz da mehrdeutig, dass ich als Staat zuschauen kann, was die Leute denn hier eigentlich tun. Wenn dieses System wirklich alle Lebensbereiche durchdringt, vom Arztbesuch über den Öffi-Tickets, über die Besuche bei irgendwelchen Ämtern, den Arbeitsmarkt, dann ist es natürlich super gefährlich, wenn ich all diese Daten vernetzen kann und über die gesamte Bevölkerung dann weiß, wo die sich bewegen, mit wem die interagieren. Diese Unbeobachtbarkeit ist nicht direkt im Gesetz geregelt. Wir werden erst mit der technischen Ausgestaltung sehen, wie gut das ist. Bedeutet auch, es wird zwischen den Mitgliedstaaten variieren. Ein paar Sachen sind unschön gelöst. Die ganze Frage der IT-Sicherheit blende ich jetzt mal wegen der Zeit, die mir abläuft, aus. Aber ja, das Ding, wenn es gehackt wird, wäre das desaströs. Und leider ist es auch nicht verpflichtend offene oder freie Software dafür notwendig. Nur gewisse Komponenten der Software müssen quelloffen sein. Was wird als nächstes passieren? Wir haben gestern eben hier in Straßburg im Europaparlament die Abstimmung gehabt. Und im August wissen wir dann auch die letzten Details, wie das System ausschauen wird. Und spätestens 2026 löst dieses System die ID Austria ab. Wahrscheinlich wird es in einigen Mitgliedsländern schon vorher zur Anwendung kommen. Und es gibt andere Gesetze, die darauf aufbauen. Der European Health Data Space, der die ELGA ablösen wird, baut auf das EIDAS-System auf. Die Alterskontrolle, die aufgrund der Chat-Kontrolle kommen wird in ganz viele Webseiten, wird auf der ID Austria ausbauen oder dem EIDAS-System. Und zuletzt auch der digitale Euro, den ich schon erwähnt habe, ebenso. Ganz zuletzt nochmal, es endet nicht in Europa. Es gibt auch dieses Programm des UN Tech Envoy, wo es darum geht, für diese digitalen Identitäts-, Digital Public Infrastructure Systeme Schutzmechanismen zu entwickeln auf globaler Ebene. Das hat jetzt gerade erst begonnen. Ich bin da bestellt worden als Chair der Governance Working Group, eine von 6 Arbeitsgruppen, die jetzt dieses Jahr diese Schutzmaßnahmen ausarbeiten soll. Und wir haben dann einen sehr ambitionierten Zeitplan. Es hat letzte Woche erst begonnen. Ich kann noch nicht wirklich dazu viel sagen, wie gehaltvoll es werden wird. Aber auf jeden Fall kommt jetzt auch von UN-Ebene hier hoffentlich ein bisschen ein Rahmenwerk, dass diese gefährliche Technik ein bisschen menschenrechtskonformer gemacht wird. Vielen Dank. Super. Vielen, vielen Dank, Thomas. Wunderbar in der Zeit. Wir haben jetzt 10 Minuten für konkrete Fragen oder Kommentare aus dem Publikum. Wir haben welche Saalmikros auch. Bitte Handzeichen, wer eine Frage oder einen Kommentar hat. Ich sehe da hinten schon einer. Okay, bitte. Ja, wir haben jetzt in Österreich dieses bereichsspezifische Personenkennzeichen. Das ist ja je nach Bereich unterschiedlich. Aber ich glaube, irgendwo in Salzburg im Bergwerk gibt es eine zentrale Nummer dann, die allerdings möglichst wenig Leute wissen. Wie kommt das Europasystem ganz ohne zentrale Personennummer aus? Also, was du ansprichst, stimmt. Es gibt in Österreich seit 2004 diese bereichsspezifischen Personenkennzeichen. Das heißt, in der Justiz oder in der Finanz oder im Gesundheitswesen gibt es überall eigene Identifikationen für natürliche Personen.
Das heißt, es gibt nicht eine Nummer, die überall verwendet wird. Aber, wie du gerade sagst, es gibt dahinter ja eine Stammzahl, eine Nummer, die im Hintergrund steht, über die diese Person sozusagen ganz, ganz intern doch identifiziert wird, eindeutig. Und aus dieser Stammzahl kann ich mir alle anderen abrechnen. Ja? Und das ist auch in dem EU-System kompatibel. Ja? Was das EU-System aber vorgesehen hätte, ist, dass du diese eine Stammzahl hast und die ist dann nicht im Bergwerk in Salzburg, ganz versteckt im Serverzentrum, sondern nein, die ist in der App drinnen und in jeder Interaktion wird die rausgegeben. Also das ist so, wie wenn man seine Sozialversicherungsnummer angeben müsste, wenn man die JÖ-Karte sich holt oder wenn man ein ÖBB-Ticket holt. Das heißt, hier wäre eben diese ganz, ganz geheime Primärzahl, die diesen Menschen überall eindeutig identifiziert, wirklich auch in der Privatwirtschaft und in allen staatlichen Bereichen zur Anwendung gekommen. Und das konnten wir verhindern. Der Text ist jetzt agnostisch. Die Schweden zum Beispiel oder andere nordische Länder, die haben solche Primärzahlen, die sie überall verwenden. Die dürfen das auch weiter tun, aber jetzt wir in Zentraleuropa werden nicht dazu gezwungen, dass wir auch solche Systeme einführen. Bitte hier. Hallo, kurze technische Frage. Wie ist denn so ein Rollout möglich bei hunderttausenden pflegebedürftigen Menschen oder Menschen mit Erwachsenenvertretern? Absolut wichtige Frage. Also es gibt bei dem EIDAS-System, da weiß ich es genau, die Möglichkeit, dass du besachwaltete Personen sozusagen repräsentierst. Das würde zum Beispiel auch bei minderjährigen oder nicht geschäftsfähigen Personen zum Einsatz kommen. Und dadurch könntest du die Identität deines Kindes oder vielleicht deines pflegebedürftigen Angehörigen sozusagen als Legal Guardian auf deinem Smartphone haben. Das ist explizit vorgesehen. Es gibt auch im EU-System nochmal ganz explizite Verweise auf alle Antidiskriminierungs- und Accessibility-Gesetze, die die EU so hat. Ob das am Ende wirklich reichen wird, ist eine ganz wichtige Frage, die ein bisschen außerhalb von unserem Kernbereich ist. Es gab leider keine der Organisationen aus dem Behindertenbereich, die an diesem Gesetz gearbeitet hat, was ich sehr schade finde. Ich glaube, du hast noch eine Nachfrage? Danke, da stelle ich mir das ja mit den Fingerabdrücken und den Iris-Scans besonders schwer vor. Ja, also ja, das wohlgemerkt nur noch, es gibt natürlich die Möglichkeit auch in Indien, wenn der Sachbearbeiter das will, dass er sagen kann, du hast halt keine zweite Hand mehr oder dir fehlt einer der 10 Finger oder du hattest einfach harte physische Arbeit, dann sind deine Fingerkuppen auch nicht mehr lesbar. Also die Möglichkeit gibt es in allen diesen Systemen, was übrigens teilweise dann auch zu massivem Fraud geführt hat, weil damit kann ich dann natürlich auch, wenn ich den besteche, mir ohne biometrische Merkmale eine Nummer holen und so weiter. Gibt es noch Fragen und Meldungen? Hier bitte, vorne. Danke erstmal für den Vortrag. Und was ist deine professionelle Einschätzung? Wie lange kann ich mich davor drücken? Also mit dem EU-System solltest du, solange das Gesetz nicht verändert wird, meistens haben die Dinger eine Halbwertszeit von mindestens einer Dekade, eigentlich safe sein. Die große Frage ist, wie viele praktische Hürden es dann gibt. Und hier ist es aber wichtig, dass diese Nichtdiskriminierungsregel extra so gebaut ist, dass sie einklagbar ist. Also ich hoffe zum Beispiel auch, dass Gewerkschaften hier aktiv werden, wenn Arbeitgeberinnen dazu gezwungen werden, dass sie dieses System verwenden. Dass wir in der Wirtschaft genau hinschauen, wenn wir auf einmal gefragt werden, das zu verwenden. Weil es braucht dann ja auch immer Alternativen. Das ist ja das Problem. Und du hast dann Hebeleffekt. Sobald so 40, 60, 80% der Bevölkerung in dem System drinnen sind, hast du auf einmal Economies of Scale. Und hast du auf einmal den Anreiz, wie die ÖVP es schon zweimal versucht hat, jetzt machen wir Klarnamenpflicht im Internet. Die konnten wir 2019 nur verhindern, wegen den hohen Kosten für die Identifizierung. Da waren Standard und Krone dagegen, weil das kostet halt 7 bis 12 Euro, jemanden zu identifizieren. Und dann wäre das Standard- und Krone-Forum nicht mehr gegangen. Also da ist so, sind im Moment die realen Hindernisse noch. Die größte Gefahr ist, dass diese Technik weit verbreitet, staatlich finanziert und gratis in den Händen von ganz vielen Firmen ist. Und zuletzt 420 Millionen Menschen in der EU sind halt auch noch mal viel interessanter für die großen Datenhändler als die 9 Millionen in Österreich. Gibt es noch Fragen,
Kommentare, Rückmeldungen. Ja, dann sage ich vielen Dank, Thomas, für deinen Vortrag. Danke. Wie gesagt, gibt es auch im Nachhinein noch die Möglichkeit, informell weiter zu sprechen. Und kommen wir zum nächsten Beitrag des heutigen Abends. Bitte Tanja Fachalthaler auf die Bühne. Tanja Fachalthaler hat Rechtswissenschaften, Lateinamerika-Wissenschaften sowie Menschenrechte und Demokratisierung in Wien, Venedig und Sevilla studiert. Sie verfügt über mehrjährige Erfahrung in unterschiedlichen Positionen in der Rechtsbranche, sowohl in Österreich als auch in Brüssel, zum Beispiel für Menschenrechtsorganisationen oder Beratungsunternehmen mit Tätigkeit für EU-Institutionen. Sie engagiert sich als Wahlbeobachterin in der Menschenrechtsbildung und ist seit 2021 Policy Advisor bei Epicenter Works. Sie wird heute über die UN Cybercrime Convention berichten. Bitte, Tanja. Wunderbar. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, heute da zu sein und auch noch so zahlreiche Teilnehmer zu sehen. Der Thomas hat vorhin gerade in seiner Präsentation mit der UNO und seiner Tätigkeit, die jetzt beginnen wird im Rahmen der UNO, geendet und auch darauf hingewiesen, dass wir jetzt eben seit vergangenem Jahr erstmalig auch bei der UNO tätig sind. Ich nehme euch jetzt mit zu den Verhandlungen der UNO zur UN Cybercrime Convention. Das war tatsächlich auch das allererste Projekt, wenn ich so sagen kann, das wir auf UN-Ebene gestartet haben, Ende 2022. Genau, es ist sehr interessant, es ist ein bisschen was anderes als in Österreich im nationalen Umfeld zu arbeiten und auch anders, als es tatsächlich bei der EU funktioniert. Und ich wünschte sehr, nein, tue ich nicht, ich wünsche nicht, dass ich euch jetzt ein fertiges Gesetz präsentieren könnte. Bis vor 3 Wochen war noch nicht ganz klar, wie der Stand der Dinge sein würde und dementsprechend auch noch nicht, was ich euch heute erzählen würde. Aber es ist zum Glück nicht so weit gekommen, dass wir einen fertigen Vertrag haben. Und warum sage ich zum Glück? Ich werde es in den nächsten Minuten erzählen. Vielleicht einmal zu Beginn zu erklären, was ist eine Konvention oder was ist eine Convention. Also wenn ich Cybercrime Convention sage, dann ist das so unser Umgangsbegriff, den wir verwenden dafür. Es ist jetzt keine Versammlung, kein Summit oder sonst was, sondern es geht tatsächlich um einen Vertrag, um einen Treaty, ein völkerrechtlicher Vertrag, der tatsächlich auch reale Auswirkungen hat auf Menschen. Also es ist jetzt kein politisches Papier, es ist jetzt keine Absichtserklärung oder sonst was, sondern was da ausverhandelt wird auf UN-Ebene gerade, ist tatsächlich ein Vertrag, der die Mitgliedstaaten im Idealfall dann auch binden soll und auch Änderungen in den Strafgesetzbüchern und Strafprozessordnungen weltweit herbeiführen soll. Also es geht tatsächlich um konkrete Auswirkungen auf Menschen. Was ist gewollt? Ganz kurz, man möchte vier, fünf Dinge damit erreichen. Zum einen, man möchte Computerkriminalität bestrafen. Man möchte den Ermittlungsbehörden dafür Tools in die Hand geben, also zum Teil auch wirklich weitreichende. Ich erkläre es danach noch. Man möchte elektronische Beweismittel sammeln und zum Teil dann eben auch international diese miteinander austauschen und Daten da eben auch miteinander austauschen können im Rahmen einer internationalen Zusammenarbeit. Es soll zudem auch vorbeugende Maßnahmen geben gegen Computerkriminalität und technische Unterstützung, vor allem eben, sage ich mal, grob gesprochen, dem globalen Süden gegenüber. Also es ist ziemlich weitreichend und da stellt sich schon ein bisschen die Frage, brauchen wir das denn überhaupt? Die Frage stelle ich deshalb, weil sich die Staaten am Anfang da selbst nicht so sicher waren. Ich nehme euch jetzt einen Schritt zurück mit ins Jahr 2001. Da gab es im Rahmen des Europarats Verhandlungen zur sogenannten Budapester Konvention. Also auch wieder ein internationaler Vertrag, aber nicht auf UNO-Ebene, sondern im Rahmen des Europarats. Das ist kein Teil der Europäischen Union, sondern es ist eine eigene internationale Organisation. Die haben tatsächlich einen Vertrag ausgehandelt damals, die Staaten, die Mitgliedstaaten, das sind 46 an der Zahl,
und haben damit begonnen, einmal europaweit Standards zu setzen, wie man Computerkriminalität bekämpft, wie man auch eben als Polizeibehörden, Ermittlungsbehörden untereinander kooperiert, wie man selbst dann eben auch entsprechend Beweismittel sammelt. Und dieser Vertrag hat soweit Schule gemacht, dass sich international mehrere Staaten angeschlossen haben. Und zwar wirklich global, von Asien bis Lateinamerika, Afrika, wirklich überall. Mittlerweile haben den über 60 Staaten ratifiziert. Und wenn man Mitglied werden möchte dabei, dann muss man gewisse Standards erfüllen. Und die sind eben an demokratische, menschenrechtliche Bedingungen geknüpft. Das heißt, es gibt natürlich Staaten, die finden das gar nicht gut. Ich habe Russland jetzt aufgelistet, weil die Verhandlungen auf UN-Ebene, die liegen vor allem an Russland. Russland hat den Ball losgetreten, denn Russland hat zwar die Budapester Konvention des Europarats unterschrieben, hat sie aber nie ratifiziert und hat sie deshalb nie ratifiziert, weil sie gemeint haben, na, also wenn wir anderen Staaten erlauben würden, in Russland jetzt gegen Computerkriminalität zu ermitteln, dann greift das in unsere Souveränität ein. Deswegen wollen wir das nicht. So. So hat es dann begonnen, dass 2017 der Vorschlag gekommen ist von Russland, Myanmar, China, Syrien, Venezuela, Nicaragua und so weiter, auf UN-Ebene doch einen eigenen Vertrag auszuhandeln, der Computerkriminalität bestrafen soll. Viele Staaten, ich sage jetzt mal global Europa, viele westliche Staaten auch, haben sich dagegen ausgesprochen, vor allem wegen Menschenrechtsbedenken und haben gemeint, wir haben ja schon ein Instrument, wir brauchen da jetzt nicht mal das Paket nochmal aufzuschnüren und neu zu verhandeln. Das wird zu Doppelgleisigkeiten führen, möglicherweise zu rechtlichen Widersprüchen, das bringt Rechtsunsicherheit, das bringt Verwirrung, keine gute Idee. Dann hat das Ganze mal 2 Jahre ein bisschen so in der Ecke geschlafen. 2019 hat Russland dann aber bei der UNO-Generalversammlung, also tatsächlich so dem großen Gremium, dem alle Staaten beiwohnen, wo alle Staaten eben auch eine Stimme abstimmen können, über Resolutionen tatsächlich auch mit einfacher Mehrheit eine Resolution durchgebracht, um Vertragsverhandlungen zu beginnen. 2021 haben dann tatsächlich auch diese Verhandlungen bei der UNO begonnen. Und in der Zwischenzeit ist viel passiert. Im Februar 2022 bekanntermaßen der Angriff Russlands gegen die Ukraine auf ukrainisches Staatsgebiet. Und im März 2022 ging es dann los mit der ersten Verhandlungsrunde, wo inhaltlich tatsächlich dann eben auch über die Computerkriminalität verhandelt wurde. Ich möchte noch einmal in Erinnerung rufen, Russland hat sich gegen die Europaratskonvention ausgesprochen, wegen Souveränitätsbedenken. In der Zwischenzeit hat man es mit der Souveränität der Ukraine nicht so ganz genau genommen. In der Zwischenzeit gab es 7 Verhandlungsrunden in New York und in Wien, die dauern 2 Wochen, also 10 Arbeitstage. Und das ist sehr interessant. Ich habe ein Foto da hineinkopiert. Man sieht tatsächlich so, wie es aussieht. Also ich habe dieses Foto gemacht vor 4 Wochen in New York bei der letzten Verhandlungsrunde. Man hat tatsächlich die ganze Welt in einem großen Verhandlungssaal und die ganze Welt versucht, sich da auf einen Text zu einigen. Es sind, wie gesagt, 193 Mitgliedstaaten, die da drinnen sitzen und untereinander einen Vertragstext aushandeln. Man hat auch Entitäten mit Beobachterstatus, also den Heiligen Stuhl zum Beispiel oder Palästina oder auch die Europäische Union. Und es gibt die Multi-Stakeholder und da kommen dann wir ins Spiel als NGO. Aber zuerst möchte ich noch kurz erklären, wie es dann überhaupt abläuft. Ich habe schon gesagt, die Staaten verhandeln untereinander. Es ist eine quasi Wunschliste, also es hat begonnen mit einer quasi Wunschliste der Staaten, wo man gesagt hat, was ist denn überhaupt Cybercrime, was ist Computerkriminalität, was soll da überhaupt hineinfallen? Es gibt keinen anerkannten rechtlichen Begriff dafür, international nicht. Welche Straftaten sollen da überhaupt bestraft werden? Wie viel Überwachung, wie viel Ermittlungskapazität möchte ich den Strafbehörden, Strafverfolgungsbehörden der Polizei, der Staatsanwaltschaft geben? Und wo sind dann Safeguards, wo sind Menschenrechte drinnen, wie schaut die Balance aus? Es ist vielleicht ganz interessant auch zu wissen, dass die Leute, die tatsächlich da drinnen sitzen und verhandeln, zum einen Diplomaten sind, zum anderen aber auch natürlich Rechtsexperten. Und diese Rechtsexperten kommen aus Justizministerien und sind sehr, sehr oft in ihrem täglichen Beruf Staatsanwälte. Das heißt, man hat Staatsanwälte, die zusammensitzen und sich versuchen, da selbst Regeln zu geben.
Vielleicht ist das einmal ganz interessant, auch von der Seite zu bedenken, wenn man so die Länder ungefähr sich vorstellen kann, welches Land wie tickt und ungefähr welche Meinungen vertritt, aber dann auch zu sehen, welche Kapazitäten die Menschen dahinter haben, ja, war noch einmal eine eigene Erfahrung für uns. Man hat sich dann, nachdem man sich so entschlossen hat, was man alles drinnen haben möchte, und ich muss dazu sagen, man hat wirklich, es gab wildeste Vorschläge, also es gab, man wollte drinnen haben Blasphemie online, man wollte haben Anstiftung zum Selbstmord, man wollte haben terrorismusbezogene Straftaten, extremismusbezogene Straftaten, Subversion. Es gibt für Terrorismus, für Extremismus keine anerkannte rechtliche Definition. Ich möchte nur noch mal sagen, Alexander Nawalny war zum Beispiel als Extremist deklariert. Russland hat auch die, was auch immer es darunter versteht, aber internationale LGBTI-Bewegung als extremistisch eingestuft. Also man kann sich ungefähr vorstellen, in welche Richtung es hätte gehen sollen. Es gab dann auch bei der Überwachung wieder die Überlegung, man hätte ganz gerne doch die Vorratsdatenspeicherung da drinnen. Ich kann beruhigend sagen, die ist jetzt so nicht drinnen, also das gleich einmal vorweg. Aber es wurde dann eben auch abgestimmt, so, wer kann denn was mittragen? Das ist eine neue Erfahrung zu sehen, welche Staaten können was unterstützen und was nicht. Und ich sehe, ich muss mich beeilen. Ich komme jetzt, wir hatten verschiedenste Schritte in der Zwischenzeit. Es gab dann einen Zero Draft, es gab einen überarbeiteten Zero Draft. Wir haben festgestellt dann tatsächlich, dass es mit minimalen Veränderungen im Text maximale Verschlechterungsmöglichkeiten gibt und dass einfach sehr wenig geachtet wurde bisher auf eine Stärkung von Grundrechten, eine Stärkung von die Datenschutzbestimmung, die drinnen ist, ist sehr minimal. Also dass die Balance zu finden zwischen Überwachung, zwischen den Möglichkeiten, einen Anwendungsbereich zu schaffen, also wirklich nur Straftatbestände darin abzudecken, die jetzt nicht übermäßig groß sind, die nicht auf inhaltsbezogene Handlungen abstellen, ist unglaublich schwierig. Und da kommt jetzt die Rolle der Zivilgesellschaft auch hinein. Was können wir eigentlich tun? Am Anfang hatten wir so ein bisschen die Zweifel, dass wir überhaupt Erfolg hätten, dass wir überhaupt einen Unterschied machen können. Also wir sind sehr limitiert in der Möglichkeit zu intervenieren. Wir haben 3 Minuten Interventionen, die uns gegeben werden. Man sieht uns hier, also bei einem Side-Event bei der UNO, hier noch einmal ganz kurz bei der Möglichkeit, 3 Minuten zu intervenieren und Stellung zu nehmen zu den Vorschlägen der Staaten. Die letzte Runde jetzt 2024, also jetzt Ende Jänner, hat aber gezeigt, dass man auch als Organisation, auch als kleine Organisation, als mehrere kleine Organisationen, muss ich sagen, wir sind eine lose Allianz von Organisationen, die sich zusammengefunden hat und seit teilweise 2 Jahren gegen diesen Vertrag anrennt, doch auch kleine Erfolge feiern kann, nämlich die Tatsache, dass wir diese Konvention noch nicht haben und sie hätte abgeschlossen werden sollen mit Ende dieser letzten Runde. Das haben wir nicht. Ganz kurz zum Status quo, weil ich nur noch ganz wenig Zeit habe, zum Inhalt der Konvention. Wir wissen immer noch nicht, was Cybercrime eigentlich ist. Ja? Also es soll auf keinen Fall, so wie wir plädieren, nicht darum gehen, dass jegliche Straftat, die mit Hilfe eines Computerprogramms begangen wird, ein Cybercrime ist. Also es soll tatsächlich nur um Handlungen gehen, die auf ein Computersystem abzielen, beziehungsweise ohne die so eine Straftat gar nicht begangen werden könnte. Aber keine, ich weiß nicht, meinungsinhaltsbezogenen Straftaten. Die Frage nach Ethical Hackers und dem Schutz von Investigativjournalisten zum Beispiel, das ist nicht gelöst. Also im Moment ist es tatsächlich so, dass der Vertrag würde in Kraft treten, so wie er steht im Moment, nicht sicherstellen würde, dass ethische Hacker umfassend geschützt werden und nicht strafrechtlich verfolgt werden würden, nur einfach deshalb, weil sie Systeme auf ihre Sicherheit und überprüfen wollen, Lücken melden wollen, auch im Rahmen einer Responsible Disclosure, das ist alles momentan nicht gesichert. Menschenrechtsstandards, wie sieht es aus mit Freedom of Speech, wie sieht es aus mit Meinungsfreiheit? Es ist nicht ausreichend sichergestellt unseren Analysen nach, dass es auch tatsächlich umfassenden Schutz weltweit dafür geben würde. Dasselbe trifft zu auch für Antidiskriminierungsmaßnahmen und Safeguards im Allgemeinen, dann, wenn man
bedenkt, dass die Strafverfolgungsbehörden massive Einschränkungsmöglichkeiten hätten, Überwachungsmöglichkeiten hätten. Vielleicht wichtig dazu zu sagen, es gibt im Vertrag die Möglichkeit, momentan Echtzeit Überwachung von Inhalts- und Verkehrsdaten zu haben. Es bedarf dafür keiner vorausgehenden Genehmigung durch ein unabhängiges Gericht. Es ist auch alles läuft auch alles im Geheimen ab. Es gibt nicht die Verpflichtung im Vertragstext, Betroffene entsprechend dann auch darüber zu informieren und ihnen so die Möglichkeit zu geben, dass sie sich auch rechtlich damit gegen zur Wehr setzen können. Also man sieht, es ist tatsächlich sehr eingreifend, sehr stark eingreifend in unsere Grundrechte, in unsere Freiheitsrechte. Wir hören immer wieder, besser, wir haben irgendeinen Vertrag, als wir haben keinen und das ist doch alles kein Menschenrechtsvertrag. Wir verhandeln schon so lange, es wäre doch schade, wenn das jetzt alles nichts werden würde, also tun wir halt irgendwie weiter. Wir wissen im Moment nicht, wie es weitergeht. Die letzte Verhandlungsrunde hatte kein Ergebnis und ich komme jetzt schon zum Ende. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Offenbar soll es eine neue Runde im Sommer geben. Man wird sehen. Was wir denken, es ist jedenfalls wichtig, und das sind nicht nur Thomas und ich und Epicenter Works, sondern auch sämtliche andere Organisationen, die mit uns in diesem Kampf drinnen sind. Die UN-Charta, die Prinzipien von Demokratie, Menschenrechte hochzuhalten. Es darf keinen Vertrag geben, der gegen die UNO-Prinzipien verstößt. Ich komme damit auch schon zum Ende und rede gern noch weiter darüber, sehr gern auch informell. Vielen Dank. Super. Auf die Sekunde genau. Vielen, vielen Dank, Tanja. Es gibt sicher Fragen, Kommentare. Bitte kurzes Handzeichen. Ich hoffe, ich habe dich nicht erschlagen. Hier vorne zum Beispiel. Waren bei den Verhandlungen auch Lizenzthemen ein Thema, das heißt das Verletzen von Softwarelizenzen und der Nutzung, gilt das als Cybercrime? Mich würde es wundern, wenn, weil die großen Unternehmen haben ja wahrscheinlich eher kein Interesse, dass das bei Cybercrime irgendwie aufpoppt und sie damit zu tun haben. Für die Open Source Community wäre das ein großer Vorteil, wenn das unter Kriminalität fällt, weil dann haben wir das außen vor und dann ist das das Thema der anderen und nicht unser Thema. Kurze Antwort, nein, es ist tatsächlich nicht. Also es ist auch nicht vorgebracht worden. Das war nicht einmal in den früheren Vertragsentwürfen Thema. Es geht dann tatsächlich, ging es jetzt nicht nur um klassische, also was wir sagen würden, jetzt wirklich computersystemabhängige Straftaten, sondern es ging halt wirklich um Dinge wie, ich habe schon gesagt, Subversion, terrorismusbezogene Straftaten, jetzt nicht einmal Terrorismus, sondern terrorismusbezogen, also noch ausufernder, inhaltsbezogene Sachen wie jetzt Blasphemie zum Beispiel, Fake News, ausufernd in diese Richtung. Man kann sich vorstellen, von welcher Seite das ungefähr kam. Ich habe auch gesagt, wer den Vertrag losgetreten hat, also aus welchem Eck das ungefähr kam. Nein, das war nicht Thema. Gibt es noch Fragen? Wie ist da die offizielle österreichische Position zu dem Vertrag? Österreich ist, also es ist so, die EU-Mitgliedstaaten haben Koordinierungstreffen davor. Die Europäische Union hat Beobachterstatus in den Verhandlungen und es läuft de facto auch immer so, dass der Vertreter der Europäischen Union zuerst spricht, bevor Mitgliedstaaten danach ihre Meinung abgeben. Man hört von Mitgliedstaaten der EU und unter anderem auch Österreich eben Bedenken aufgrund des aktuellen Status. Also natürlich sind gerade die Bedenken, die wir haben, was jetzt Eingriffstiefe angeht, also ich meine alles, was Echtzeitüberwachung angeht, was Straftatbestände angeht, die jetzt in inhaltsbezogene Kommunikation gehen und so weiter. Also alles, was in diese Richtung geht, ist natürlich nicht machbar, beziehungsweise kann gerade bei den Eingriffsmaßnahmen, bei Überwachungsmaßnahmen nur gehen, wenn es tatsächlich auch entsprechende Schutzmechanismen gibt davor. Und die sind im Moment nicht im Vertrag drinnen. Und tatsächlich ist es auch so, dass
gerade Menschenrechte, Grundrechte, auch der Datenschutz zum Beispiel, Themen sind, die unglaublich umstritten sind. Also die wurden dann sogar ausgenommen aus dem großen Verhandlungskomplex, sage ich mal, und werden in informellen Gesprächsrunden einzeln verhandelt. Und über die Kompromisspapiere, die da rauskommen, gab es nicht einmal die Annäherung einer Einigkeit. Also es ist auf der einen Seite, und das ist dann tatsächlich so, auf der einen Seite die EU, und auch da würden wir uns wünschen, stärkeres Auftreten, ein stärkeres Vertreten von gerade auch im Datenschutz, von Standards. Es ist auch nicht, also gerade was österreichische Position auch angeht, nicht so, dass sich zu jedem Thema dann immer gesondert jeder einzelne Mitgliedstaat äußert. Das meiste kommt tatsächlich dann eben auch von der Europäischen Union als gemeinsame Position, und die ist natürlich so, dass sie sagen, zum einen, wir dürfen nicht gegen EU-Recht verstoßen. Wir haben unsere Standards, und Grund- und Menschenrechte ist natürlich etwas, was wir entsprechend auch berücksichtigen wollen und müssen. Genau, so ist es im Moment, kann man das mal sagen. Aber wie gesagt, wir sind meilenweit entfernt von irgendeiner Art von Konsens in diesem Bereich. Hier war eine Handmeldung. Ja. Nein? Okay. Hier bitte. Hallo, ich wollte nur fragen, ob die technische Machbarkeit auch diskutiert wird oder ob es eigentlich nur um die juristische Betrachtungsweise geht. Da sitzen vor allem Juristen drinnen. Eben. Genau, also es sitzen da Juristen in den Verhandlungsräumen drinnen, ja, so ist es dabei. Ich muss dazu sagen, es sind halt gerade was die Ermittlungsmöglichkeiten, wir nennen sie Überwachungsmöglichkeiten, weil es tatsächlich halt, wenn es um Echtzeitüberwachung geht, das schon sehr stark, also man kann es nicht anders bezeichnen, ne? Also ein Überwachungsvertrag und die Richtung, in die sich es momentan bewegt, ist ein solcher. Sehr vieles kommt aus vorhandenen, aus der Budapester Konvention, von der ich schon gesprochen habe. Nur wird halt gern vergessen, dass die Budapester Konvention unter like-minded countries quasi mit einem gewissen Grundverständnis, was eben Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und so weiter betrifft, entstanden ist. Dementsprechend sind sie halt auch in den Verhandlungen der Meinung, ja, wenn wir das jetzt copy-paste machen, dann passt das. Ja. Also es ist tatsächlich auch so, dass da Juristen und Diplomaten in den Verhandlungen sitzen Technik, also IT-Fachleute ist mir jetzt in keiner Delegation untergekommen. Nein. Okay, hier vorne. Vielleicht als kleiner Einblick in die Praxis, wie gut hatten die Budapester Konvention funktioniert, oder kann man daraus vielleicht das ableiten, wie die technische Umsetzung bisher läuft? Soweit es mir bekannt ist, wurde von den Echtzeit-Überwachungs- oder Ermittlungsschritten, die 1:1 aus der Budapester Konvention kommen, so gut wie kein Gebrauch gemacht. Ich müsste jetzt, wenn ich genaue Zahlen nennen soll, das selbst nochmal prüfen. Es funktioniert ansonsten offenbar gut. Also die Budapester Konvention wird so als der Standard und das Erfolgsmodell schlechthin genannt. Man muss vielleicht dazu sagen, Budapest ist ausgehandelt worden ohne Beteiligung der Zivilgesellschaft. Also das waren Staaten, also ursprüngliche Völkerrechtssubjekte, die das untereinander aushandeln. Wir andere Organisationen sind nicht besonders glücklich damit. Man versucht, das, was man von Budapest hat, umzusetzen, jetzt in einen internationalen Vertrag, ohne halt das internationale Setting und die geopolitischen Interessen entsprechend eben auch mitzubedenken und die Gefahren, die das eben auch birgt, wenn man eine 1:1 Verpflanzung vornimmt. Das sind genau die Probleme, die wir sehen gerade. Hier hinten wird schon gewunken. Erstmal super, dass jemand die Delegation überwacht. Danke.
Und gibt es eigentlich noch andere NGOs, die diese Aufgabe erfüllen? Und wie sehr werdet ihr ernst genommen, wenn ihr Einwände habt? Ja, danke für die Frage. Also zum einen, wir überwachen nicht. Wir sind da also, ich muss dazu sagen, der Fairness halber, es gibt auch wirklich gute Kooperationen guten Informationsaustausch mit den Delegationen. Gerade auch die österreichische Delegation war da wirklich in der letzten Verhandlungsrunde auch sehr hilfreich im Sinne von, als NGOs dürfen wir nicht überall dabei sein, als Stakeholder. Also wir sind dabei im Plenum, wir dürfen nicht dabei sein in den sogenannten Informals. Und ich habe schon gesagt, Informals, das sind dann die Verhandlungsrunden, wo es wirklich zur Sache geht. Also wo halt die strittigen Themen besprochen werden. Mittlerweile haben wir Informals, also wirklich da, wo die Boxhandschuhe ausgezogen werden. Wir sind da nicht dabei und dementsprechend ist es halt besonders wertvoll, zu Delegationen auch Kontakte zu haben, die uns dann ein bisschen mit Informationen versorgen, die auch dann so ein bisschen durchklingen lassen, in welche Richtung es in diesen Informals geht. Zu deiner Frage, welche anderen NGOs? Wir sind an Bord gekommen Ende 2022, weil wir angesprochen wurden, konkret von Organisationen, die da schon länger daran arbeiten. Das sind IFF zum Beispiel, das ist Privacy International, das ist Human Rights Watch, Article 19, Access Now, Derechos Digitales, das sind Global Partners Digital und einige andere noch. Und wir sind so eine lose Koalition an NGOs, die sich so maximal zweimal im Monat abspricht. Also wir haben auch tatsächlich unsere Calls, wo wir Neuigkeiten austauschen, gemeinsam Strategien entwickeln. Am Anfang, ich habe schon gesagt, war es schwierig gehört zu finden. In der letzten Runde jetzt war es doch tatsächlich so, dass wir gemeinsame Briefe verfasst haben, im Vorab und das auch ausgeschickt haben weltweit an die Netzwerke. Wir haben über 100 Unterschriften bekommen von Organisationen wirklich weltweit und das hat auch entsprechend für Druck gesorgt. Ist auch gehört worden, also den Brief hat man gelesen. Wir haben im Laufe der Verhandlungsrunde dann auch einen Brief mit der Industrie und das ist jetzt wirklich das Interessante an der Sache, weil sogar die großen Tech-Unternehmen, Microsoft, Meta zum Beispiel, die sind auch sehr, sehr, sehr besorgt bei diesem Vertrag, weil der natürlich auch Auswirkungen auf sie selber haben kann und auf das Vorgehen oder auf die Art und Weise, wie sie eingespannt werden könnten, wenn der Vertrag so in Kraft kommen würde, wie er jetzt steht. Das ist für sie natürlich auch, ja, es ist für ein Unternehmen auch problematisch. Ich meine, wir kommen aus unterschiedlichen Richtungen. Das ist tatsächlich ein Beispiel auch, wo wir sehr aligned sind, sage ich jetzt mal. Wir haben auch die Möglichkeit, tatsächlich im Plenum zu sprechen. Also wir haben die Interventionsmöglichkeiten von 3 Minuten. Das ist nicht besonders viel. Aber wenn man 3 Minuten hat und man hat eine ganze Reihe an Menschen, die hintereinander sprechen und immer ins gleiche Horn blasen so quasi, dann hört man das auch. Wir haben Side-Events veranstaltet, ich bin ein bisschen drüber gesprungen wegen der Zeit, aber wir haben auch im Sommer eine Stunde ein Side-Event gehabt, wo wir tatsächlich auch die Civil Society Perspektive erläutert haben, unsere Bedenken auch ausgedrückt, zum Ausdruck gebracht haben und der Saal war voll. Und da waren halt auch die US-Delegation war da, es war halt wirklich sehr, sehr gut besucht, eben auch von entsprechenden Delegationen. Ja, sehr viel läuft natürlich damit ab, dass man spricht mit Delegierten, dass man sich im Austausch befindet mit ihnen. Und am Anfang, es gab immer wieder Momente der Frustration, muss ich sagen, wo wir uns gedacht haben, man hört uns nicht. Nämlich gerade immer dann, wo man dann gemeint hat, eure Interventionen kommen dann, wenn halt gerade noch Zeit ist, so an einem Freitag um 17:45 und um 18:00 ist Schluss, wo keiner mehr wirklich zuhört. Die Momente gab es. Die Runde, die jetzt war, im Jänner und Februar, hat uns tatsächlich überrascht und es war auch wirklich ein gemeinsames Bestreben zwischen der Zivilgesellschaft und auch eben Staaten, like-minded Staaten, europäischen Staaten, ich sage jetzt mal auch Kanada ist ein guter Alliierter, auch Australien, Neuseeland sind sehr engagiert, Norwegen, Island, USA zu einem Teil, wo man tatsächlich dann auch geschafft hat, dass dieser Vertrag, so wie er jetzt ist, keinen Abschluss findet. Also man muss dazu sagen, man möchte das mit Konsens beschließen. Dafür schaut es nicht gut aus, aber auch für die nötige Zweidrittelmehrheit, wenn man abstimmen würde, das würde im Moment so weit wäre man nicht. Und sie wollen Abstimmungen auch gerne vermeiden, weil das bringt neue Fragen und neue Schwierigkeiten mit sich.
was die Unterstützung für so einen Vertrag angeht. Okay. Vielen, vielen Dank, Tanja, für deinen Vortrag. Danke. Dankeschön. Wir haben noch einen dritten Vortrag heute, um eben danach die Möglichkeit, informell noch weiterzusprechen mit jedem. Unser dritter Vortrag kommt von Adele Siegel. Adele Siegel hat als Mitbegründerin und ehemalige Vorsitzende der ArbeiterInnenbetriebsrat bei Foodora jahrelang Erfahrung in der Plattformökonomie gesammelt und kennt die rapide Entwicklung der Arbeitswelt aus erster Hand. Seit 2023 beschäftigt sie sich als Digitalisierungsexpertin im Kompetenzzentrum Arbeit und Technik im ÖGB mit den Auswirkungen von neuen Technologien auf die Arbeitswelt sowie mit entsprechenden Strategien zum Ausbau der Arbeitnehmerinnenrechte. Der Titel ihres Vortrages ist Reclaim the Future of Work, der Open Source Way für die ArbeiterInnenbewegung. Adele, vielen Dank. Dankeschön. Ja, also wie schon vorgestellt, ich habe begonnen eigentlich mit meiner gewerkschaftlichen Tätigkeit als Betriebsrätin bei Foodora. Ich habe dort 2015 zu arbeiten begonnen, weil ich halt Geld braucht habe so, und weil ich Radfahren mag. Damals war das noch ein gutes Unternehmen, also das einzige in Wien, also das einzige Radbotenunternehmen in Wien, das tatsächlich Anstellungen geboten hat. Ich meine, da gab es noch Heavy Pedals, aber es war super niederschwellig, also du meldest dich einfach auf der Website an und dann kriegst du einen Anruf und dann brauchst du gar nichts dazu können. Du brauchst ein Fahrrad und du brauchst ein Handy und dann kannst du eigentlich schon anfangen. Und zu der Zeit, wo ich begonnen habe, das war im Herbst 2015, waren es tatsächlich Anstellungsverhältnisse. Und mit so freien Dienstverträgen und prekären Verträgen wollte ich mich echt nicht mehr abgeben. Das war während meiner Studienzeit schon genug. Also habe ich unterschrieben und hatte einen Job. Die Arbeitsbedingungen sind dann aber sukzessive schlechter geworden. Das ist eigentlich recht typisch für diese Plattformen. Die kommen in eine Stadt und bieten zuerst für die ersten paar Monate wirklich gute Arbeitsbedingungen, weil sie natürlich die Leute bekommen wollen. Und ab einer gewissen Größe werden die Bedingungen dann wieder schlechter. So eben auch bei Foodora. 2016 haben sie dann begonnen, die Arbeitsverträge umzustellen auf freie Dienstverträge. Das war nicht 100% geplant, sondern nur so 2/3. Das waren dann 3/4. Mittlerweile ist nicht mal ein Zehntel der Beschäftigten bei Foodora angestellt, sondern arbeiten auf freien Dienstvertrag, was den Nachteil hat, dass man halt eigentlich überhaupt keine Arbeitnehmerinnenrechte hat. Dazu, ich meine, Foodora ist jetzt nur ein sichtbares Beispiel von der Plattformökonomie, also von Plattformarbeit. Das gibt es ja eben auch noch online, die Clickworker oder auch Übersetzer und Designer und Grafikdesigner etc., die dann in einem kompletten globalen Wettbewerb miteinander sind und sie dachten eigentlich, ja, sie lernen was Spannendes, Kreatives, womit sie dann irgendwie Geld verdienen können und plötzlich bekommen sie wirklich ganz wenig Geld und sie haben ganz wenig Autonomie und das sehen wir eigentlich in der digitalisierten Arbeitswelt überall, also dass die Autonomie schwindet. Also auch mit Homeoffice, seit der Pandemie haben wir verstärkte Möglichkeit ins Homeoffice zu gehen, werden aber dann auch total überwacht. Also die so Microsoft-Programme etc. Können dann ja eigentlich auch zu Hause total überwachen. Also man jetzt nicht überall im Wohnzimmer, aber zumindest es wird alles aufgezeichnet, was man im Homeoffice am Laptop macht. Also wir haben durch die Digitalisierung der Arbeitswelt einerseits eine Prekarisierung, eben die schwindende Autonomie. Wir haben super flexible Arbeitszeiten, was aber eben mehr der Prekarisierung in die Hände spielt. Wir haben auch eine Dequalifizierung, also man muss immer weniger können, auch mit der, also
mit der KI-Unterstützung ist ja viel mehr möglich, was sie eben ersetzen lässt, dann muss man zwar eigentlich nicht viel Qualifikationen mitbringen für einen Job, wird aber gleichzeitig total überwacht. Das sorgt auch für einen Technostress. Apropos Technostress, das ist dann natürlich auch die Work-Life-Balance, die verloren geht, wo man dann plötzlich zur gleichen Zeit an vielen verschiedenen Orten ist. Und die Individualisierung wird dadurch eben auch vorangetrieben. Also man sieht sie nicht mehr so oft in Persona. Das heißt, also es gibt viel, viel weniger informelle Gespräche unter Kollegen, wenn dauernd irgendwer im Homeoffice ist oder dauernd irgendwer remote arbeitet. Die Möglichkeiten, sich irgendwie zu vernetzen und zu mobilisieren und sich zu organisieren und mal sich auszutauschen, wie siehst du eigentlich die Arbeitsbedingungen in diesem Unternehmen, sind halt noch geringer. Und das setzt natürlich auch die Arbeitnehmerinnenbewegung bzw. die Gewerkschaft da vor ganz neue Herausforderungen, weil es ja gar nicht in allen Betrieben überhaupt Betriebsräte gibt, also diese traditionellen Methoden der Gewerkschaft, die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zu organisieren, die greifen dann nicht mehr. Eben auch, weil vielleicht die tatsächlichen Angestelltenverhältnisse fehlen und weil die Leute auch gar nicht mehr das Bewusstsein haben, dass sie überhaupt Gewerkschaftsmitglied sein könnten. Also manchmal erschreckt es mir, was die Leute also wie wenig man eigentlich weiß, was die Gewerkschaft überhaupt ist. Ich habe kürzlich irgendwie gehört, ja, die Gewerkschaft ist eine öffentliche Einrichtung. Nein, ist sie nicht. Die Gewerkschaft ist ein Verein und lebt von Mitgliedern. Also und wenn die Mitglieder zurückgehen, dann stehen auch so Dinge, wie wir in Österreich gewohnt sind, auf dem Spiel, wie zum Beispiel ein 13. und ein 14. Gehalt, das ja nämlich nicht im Gesetz steht, sondern in Kollektivverträgen verhandelt wird. Das macht die Gewerkschaft, das macht nicht die Arbeiterkammer oder so. Das fällt nicht vom Baum. Unser Sozialstaat hat sehr viele Dinge, die eigentlich auf der Gewerkschaftsbewegung aufbauen. Und genau, das schwindet dann damit durch diesen Abbau von guten Arbeitsbedingungen oder diesen normalen Arbeitsbedingungen, die man verstaubt halten kann oder nicht. Aber die Leute wollen ja auch Flexibilisierung, also sie wollen ja flexibel arbeiten, das ist ja gut, wir wollen das, ich will das auch. Arbeitsbedingungen, besonders eben durch die technologischen Neuerungen, sollten auch transparent sein. Du möchtest Mitbestimmungsrechte haben. Und vielen ist das gar nicht bewusst, Mitbestimmungsrechte, was dass es einen Betriebsrat gibt oder dass man über die eigenen Arbeitsbedingungen mitsprechen können soll. Es ist ohnehin schon aus dem Bewusstsein draußen, in vielen Köpfen. Und dann wird es eben noch schwieriger, wenn die Leute so vereinzelt sind und überhaupt wie auch mit dem Thema Datenschutz zum Beispiel ja gar nicht mehr irgendwie glauben, dass sie da noch irgendwas machen können, weil es ist so ein großes, komplexes Problem. Es ist Technik und Recht. Und was die Plattformökonomie angeht, haben wir jetzt jahrelang gehofft auf diese Plattformrichtlinie, die jetzt gescheitert ist von der EU-Gesetzgebung. Also wenn die Möglichkeiten, sich zu organisieren, so zurückgehen und ein rechtlicher Rahmen erst geschaffen werden muss, dann hofft man halt auf eine EU-Regelung, die dann jahrelang heiß umkämpft ist und dann stirbt sehr einfach. Aber rechtliche Lösungen sind sowieso so eine Sache. Also es ist schön, wenn man dann eine Betriebsvereinbarung drüber hat. Also angenommen, man hat jetzt einen Betriebsrat, der verhandelt eine Betriebsvereinbarung aus, weil zum Thema Überwachung ist eine Betriebsvereinbarung zwingend nötig. Und dann hat man einen Vertrag quasi, eine Betriebsvereinbarung, eine rechtliche Lösung, das bestimmte Dinge unterbindet oder regelt. Dann braucht es aber auch eine technische Lösung dazu, um das überhaupt zu überwachen. Also
Schön, dass da ein unterschriebenes Papier ist, aber wer garantiert mir, dass das jetzt tatsächlich so eingehalten wird, wenn der Betriebsrat das nicht anschauen kann? Also es braucht Transparenz über diese Systeme, es braucht Algorithmic Transparency, wir wollen wissen, wie der Algorithmus funktioniert. Die Unternehmen geben sowas ja nicht her. Also das ist ja Betriebsgeheimnis. Und da kommt eben dann die Open-Source-Bewegung oder die freie Software-Bewegung irgendwo ins Spiel. Also in meinen 7 Jahren als Betriebsrätin bei Fedora sind mir leider genau 2 oder 3 Lösungen untergekommen, also Ansätze, die Probleme erkannt haben und etwas geboten haben, um halt die Umstände vielleicht zu verbessern oder Lösungen, also etwas anzubieten. Das wäre von Programmierern in Frankreich gekommen, nämlich eine App, die genossenschaftsbasiert ist, also so mit der Lizenz nur für genossenschaftliche Nutzung, das war Coopcycle. So kann man diese App nutzen, um ein eigenes Bodenunternehmen zu gründen und so eine eigene Plattform, die halt eben dann workers-owned ist. Hat sich auch gut verbreitet, also gibt es mittlerweile, glaube ich, in 50 verschiedenen Städten, ist aber, okay, muss mich beeilen, ist aber jetzt nur ein Ansatz. Also man muss natürlich auch die Leute finden, die das machen wollen und diese dann eben auch in den Wettbewerb setzen wollen mit den großen Plattformgiganten wie Delivery Hero und Uber und wie sie alle heißen. Ein Projekt, was kürzlich zu uns gekommen ist, war Reversing Works. Also da geht es dann darum, dass die App zu überprüfen durch Reversed Engineering, welche Daten da jetzt tatsächlich alles abfließt und halten haltet sich das Unternehmen an die Datenschutzerklärung. Da braucht es eben noch viel mehr. Also viel mehr solche Prozesse auch und viel mehr Bewusstsein. Ich meine, Datenschutz ist wieder so ein Thema, dass eben auch viele der betroffenen Arbeitnehmerinnen sich ja überhaupt nicht eben wirklich darum kümmern. Und jetzt frage mich, wenn die Gewerkschaft und die Open Source Community oder die freie Software Community, die haben ja eigentlich sehr viele Überschneidungspunkte. Also sie wollen beide eigentlich das allgemeine Gute, das den allgemeinen Nutzen vor irgendwelche Profitinteressen. Sie wollen Empowerment und Emanzipation. Sie wollen halt, sie sind angewiesen darauf, dass Leute mitmachen. Es steht ganz viel unbezahlte Arbeit hinter beidem. Und es bröckelt aber auch bei beidem irgendwo, also diese beiden Bewegungen waren schon mal größer. Aber warum sind die beiden so wenig im Fokus voneinander? Also es war jetzt, ich habe mir halt im Zuge meines neuen Jobs, jetzt im Kompetenzzentrum Arbeit und Technik, wo ich mich mit künstlicher Intelligenz und so weiter und Datenschutz beschäftige und habe mir gefragt, wenn es so viel um Transparenz geht, warum höre ich das Wort Open Source in meiner Arbeit so wenig? Und gleichzeitig, warum ist in der Open Source und oder Freie Software Community die Gewerkschaft so wenig präsent? Also das kann ich mir nur so vorstellen, dass es eben an Klassenunterschieden liegt. Also das eine ist halt mehr Bildungsbürgertum und das andere ist halt Proletariat. Aber es ist an der Zeit, das beides zu vernetzen. Ich habe da jetzt noch nicht so viel Ideen oder nicht so viel Vorstellung, wie man das machen könnte, aber dafür bin ich hier, um meine Fühler auszustrecken
und euch einzuladen, dass wir mal die Köpfe zusammenstecken, was wir denn da tun könnten. Also wie wir denn partizipative, demokratische Prozesse zur Verbesserung von Arbeitsbedingungen, Mitbestimmung etc. in Arbeitsverhältnissen aller Art, wie wir uns dann da gegenseitig unterstützen können. Danke. Super. Vielen Dank, Adele, für deinen Beitrag. Ja, lasst uns die Köpfe zusammenstecken und gemeinsam denken. Gibt es Kommentare, Ideen, konkrete Fragen an Adele? Bitte hier vorne. Ja, danke für den wichtigen Vortrag und guten Vortrag. Diese Alternativen wie das genossenschaftliche, die genossenschaftliche Plattform oder auch, wenn ich es mitbekomme, so idealistische Bottom-up-Projekte scheitern ja meistens daran, dass sie einfach nicht das Kapital und die Ressourcen haben, so convenient zu werden für die Nutzerinnen und auch für die, die da mitarbeiten. Hast du da irgendwelche Ideen, was man machen könnte? Weil eben, man wird nie die Ressourcen haben von den großen Unternehmen, um diese Convenience zu schaffen, die es nachher skalieren lässt. Ja, genau, gibt es da Ideen, wie man das Bottom-up besser machen könnte oder braucht man einen ganz anderen Weg? Ist das gar nicht der Weg dagegen? Also hast du Ideen, wie man das besser machen könnte oder kann man, ist der Versuch, in Konkurrenz zu treten, vergeblich oder man braucht einen ganz anderen politischen Weg? So. Also, verstehe ich richtig, deine Frage ist auch nach der Finanzierung? Nicht nur nach der Finanzierung, sondern meine Frage ist, kann man überhaupt ja in Konkurrenz treten, vielleicht auch, wenn man die Finanzierung nicht hat? Einen ganz anderen Weg, als in Konkurrenz zu treten mit kleinen Projekten? Ich glaube, ein großer Punkt ist überhaupt mal eine Gegenmacht aufzubauen, also auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was denn dahinter steckt, hinter den Angeboten, die wir nutzen. Wenn man zum Beispiel eben Essen bestellt, das hat mir total geflasht, wie 2017 diesen Betriebsrat gegründet habe mit meinen Kollegen gemeinsam. Ich hatte nicht gedacht, dass es irgendjemanden interessiert, außer mich und meine Kollegen. Und dann sind die Medien so über mich hereingebrochen und das Wort Plattformökonomie habe ich bis dahin nicht gehört. Ich wusste nicht, was ich da tue. aber weil es hat doch vorher niemanden interessiert, was denn der Mensch, der dir deine Pizza bringt, was der denn für Arbeitsbedingungen hat. Aber plötzlich kommt ein Hipster auf ein Fahrrad und auf einmal interessiert es Journalisten. Also man muss halt diese Dinge mehr auch hinterfragen und in den zu einem Thema machen. Und wenn man, also da denke ich mir dann schon, die Krux an solchen Kooperativen zum Beispiel ist halt, dass sie auch nicht das Budget haben, um sich selbst so sehr zu vermarkten, dass die Leute wissen, dass es sie gibt. Aber es muss sie erst mal geben, dass man sie vermarkten kann. Also das soll einen jetzt nicht aufhalten, sowas zu gründen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich deine Frage richtig beantwortet habe. Ist sie beantwortet? Ist was offen? Okay. Daneben bitte. Ja. Reichst du das Mikro weiter? Achso. Ich habe gar keine Ahnung von der österreichischen Gewerkschaftslandschaft. Ich komme aus Deutschland und da gibt es eben so ein paar sehr große, die dann bestimmte gesellschaftliche Bereiche vertreten. Und gerade so digitales Tech, da gibt es, glaube ich, ein paar Ansätze oder sehr kleine. Aber das ist einfach nicht so ein Ding. In dem Bereich sind die Leute ja dann vielleicht 2 Jahre maximal in einem Unternehmen und wechseln dann durch und so ein Betriebsrat, das Mandat ist, glaube ich, länger als sowas. Also wie ist das denn in Österreich? Gibt es da tatsächlich einen Ort, wo sich Tech-Worker, ob die jetzt Open Source oder nicht
arbeiten, ist vielleicht zweitrangig dabei. Gibt es da was, wo die sich organisieren können? Wenn es welche gibt, dann hoffe ich, dass sie hier zuschauen und sie bei mir melden, weil dann weiß ich das auch. Aber ja, in Deutschland passiert da auch viel mehr. Die Verdi hat da zumindest in der Verwaltung angestoßen, dass Money for Public Code die Verwaltung zumindest mit Open Source Software arbeiten sollte, was eben auch dann super transparent schafft. Ich habe jetzt gelernt, die sind schon seit 2001 dran und Prozesse dauern langsam und hängen natürlich auch an Menschen, die da dranbleiben. Und wenn die Schlüsselpersonen dann, weiß ich nicht, ausscheiden, also diese Bewegung stirbt halt auch innerhalb von der Gewerkschaft, wenn sich dann niemand drum kümmert. Also soweit habe ich jetzt, es gibt zwar ein paar, also ich höre immer wieder von ein paar Gewerkschaftskolleginnen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, aber dann kommen tausend Sachen dazwischen. Also es ist halt so mit Open Source Software, dass man das so nebenbei macht. Also man muss das halt auch irgendwie am Laufen halten. Aber es ist halt, ich würde sagen, jetzt wirklich an der Zeit, wo wir eben diese neuen Arbeitsverhältnisse haben und wie du schon gesagt hast, die Fluktuation, dass Leute halt 2 Jahre im Job bleiben und dann gehen. Deswegen möchte, das ist ja auch mit der Gewerkschaft so, dass da will niemand einen Betriebsrat gründen, weil er sich denkt, er bleibt ja eh nicht lang im Unternehmen. Gerade in den Unternehmen, in denen es notwendig ist, einen zu gründen, bleiben die Leute halt nicht lange, weil sie sich denken, so, ja, dann suche ich mir halt einen anderen Job. Aber wenn man einmal immer von einem Job zum anderen hopst, dann nutzt das eigentlich mehr den Unternehmen, weil sie können dann die Arbeitsbedingungen ständig verschlechtern. Es erinnert sich ja niemand dran, wie gut sie mal waren. Erst hier und dann drüben. Ja, also ich bin Betriebsrat in einer Nachrichtenagentur und gerade so Menschen wie du, also die Missing Links, würde ich sagen, sind die Entscheidenden, um was weiterzubringen. Ich bin nicht ganz einverstanden mit deiner Dualität. Gewerkschaft ist Klasse, ist Arbeiterklasse und die anderen sind Hipster, weil ich glaube, es ist vor allem der Herrschaftsanspruch der Gewerkschaften, das Spießige in den Gewerkschaften, dass wir sind die Vertreter des Proletariats, was so abschreckend ist. Weil sie vertreten halt vor allem Leute in gesicherten Arbeitsverhältnissen, in großen Betrieben etc. Es ist immer noch diese Männer, du hast ja fast nur männliche Spitzenfunktionäre in Gewerkschaften. Wenn das gebrochen werden kann, dann glaube ich, kommen auch die Leute, die jetzt nicht wissen, warum sie von der Gewerkschaft was haben. Also ich glaube, da gibt es eine große Bringschuld von Seiten der Gewerkschaft und dich anzustellen zum Beispiel ist eine Einlösung dieser Bringschuld bis zu einem gewissen Grad. Ja, völlig richtig und als so ein Missing Link kämpft man immer gegen alle, also nicht gegen alle, aber auf allen Seiten. Also ich spreche hier zu euch, genauso wie ich halt dann heimgehen muss und der Gewerkschaft sagen muss, hey, wir müssen uns öffnen, weil es geht ja anders nicht. Weißt du Bescheid, ob die ganzen Zusteller von Amazon und Co. eine Gewerkschaft haben, weil ich arbeite als Parksheriff, habe täglich mit ihnen zu tun. Und wenn es dann heißt, eine Übertretung war, dann habe ich schon x-mal ein Auge zugemacht, weil sie mir erzählt haben, sie müssen das alles selbst bezahlen. Beim 5. Mal habe ich gesagt, weißt du was, richt es deinem Chef aus, liebe Grüße, sag es ihm einfach, weil er muss auch die Konsequenzen spüren und vielleicht zipft es ihm dann irgendwann einmal an und weiß, was zum Tun ist. Also irgendwie, dass ich versucht habe, einen Druck auf den Chef auszuüben. Ob es angekommen ist, weiß ich nicht. Aber was ist die Lösung? Bestellt man nichts mehr oder
was macht man? Was macht man, um das nicht zu unterstützen? Ja, gute Frage. Also nichts mehr bestellen halte ich für ein bisschen eine Utopie. Also ich meine, man sollte generell weniger bestellen. Wir haben genug Sachen. Aber, aber ja, das Problem mit den falsch parkenden Amazon-Fahrern, das Problem mit den rote Ampeln kreuzenden Radfahrern, also das kommt halt davon, wenn man pro Stück Bezahlung hat im Straßenverkehr. Aber wenn man halt auf freien Dienstvertrag arbeitet oder wie viele Amazon-Partner selbstständig, dann greift euch das Arbeitszeitgesetz nicht, dass das eigentlich verbieten würde. Also das ist halt, und dann braucht es eigentlich wieder die Leute selber, die da hingehen und vor Gericht gehen, also die zur Gewerkschaft gehen und mit der Gewerkschaft vor Gericht gehen und ihre Arbeitsverhältnisse feststellen lassen auf Missklassifizierung. Diese Leute muss man erstmal finden und die müssen dann ein Sitzfleisch haben von etwa 2 Jahren, so lange dauert das bis, also es ist ein langer Weg. Es ist nicht unmöglich, aber es ist ein langer Weg. Aber Park-Sheriffs sind jetzt ein guter Multiplikator geworden in meinem Kopf. Gib dir mal ein paar Flyer noch mit. Okay. Ja, vielleicht die Pizza mehr selber holen mit dem Fahrrad. Gibt es denn bei der Gewerkschaft ein Bewusstsein zum Einsatz von Open-Source-Software? Ich denke mir, wenn sich ein Betriebsrat formiert, dann muss der auch kommunizieren, Dokumente ablegen und dann ist es vielleicht nicht ratsam, wenn die dasselbe System verwenden wie im Unternehmen oder über Teams ihre Videokonferenzen machen. Und da würde sich anbieten, zum Beispiel Open-Source-Software einzusetzen. Kennst du Beispiele dazu? Ja, tatsächlich halt eben in der Pandemie ist da eine Liste, das war eh eigentlich von der Verdi. Also ich habe erst kürzlich bin auf diese Liste gestoßen, aber in der Pandemie habe ich sie schon mal gesehen von verschiedenen, eben zum Beispiel Tools für Videokonferenzen und verschiedenen Dingen. Also dafür gibt es schon ein Bewusstsein. Es ist halt oft nicht sehr weitreichend. Also gerade Betriebsräte bräuchten viel mehr, eben auch mit dieser ganzen, mit den verteilten Arbeitsplätzen auch, oder was wahrscheinlich auch immer mehr gefragt wird, ist Modus Online-Wahlen, also Betriebsratswahlen zu organisieren, was ja auch an Bedarf sieht, nachdem die Fluktuation immer so hoch ist und eigentlich dort eine Betriebsratsperiode 5 Jahre, aber so lange bleibt kaum jemand in einem Unternehmen. Und mein größtes Ziel als Betriebsrat war, Nachfolger zu finden. Also so, dass dieses Kartenhaus nicht einfach wieder zusammenfällt, wenn ich will ja auch nicht ewig Radbotin bleiben. Also da muss es irgendwas geben, um halt den Ball am Laufen zu halten, irgendetwas, was die Organisation leichter macht. Und dafür, ja, ich bin da in diesem Kompetenzzentrum Arbeit und Technik quasi auch die Bewusstseinsschaffende dafür. Okay, vielen Dank, Adele. Da hinten ist noch eine Frage. Eine Frage noch. Ja, vielen Dank für den spannenden Vortrag und schon die tollen Beiträge hier in der Diskussion. Ich fragte mich, vielleicht aus einer Schweizer gewerkschaftlichen Position, ich kenne mich auch wahnsinnig schlecht aus in Österreich, ist ja die Frage, wäre es nicht besser, jetzt in dieser Branche nicht über die Betriebe zu organisieren, sondern die gesamte Branche? Also wenn die Leute so schnell wechseln, wäre das irgendwie besser möglich, aber ich weiß nicht, ob das rechtlich möglich ist. Und vielleicht noch die zweite Frage anschließend. Müsste man nicht einfach ein bisschen tiefer organisieren, beispielsweise mit Konzepten, dass man wie so eine Basisgewerkschaften aufbaut, dass man überhaupt an die Leute rankommt?
Ja, wichtige Punkte. Also branchenweit organisieren, das passiert in Österreich schon, weil wir haben ja auch Branchenkollektivverträge. Also die werden eben mit der Wirtschaftskammer verhandelt und nicht mit den Unternehmen, mit den einzelnen Unternehmen. Und nachdem die Unternehmen Pflichtmitglieder sind in der Wirtschaftskammer, müssen sie sich auch dran halten und dann gelten die eben auch branchenweit, nicht so wie Tarifverträge in Deutschland zum Beispiel. Zur Organisation, zur tieferen, ich finde auch eben, dass nachdem die Fluktuation in den Jobs so hoch ist, macht es eigentlich viel mehr Sinn, quasi gleich an die Zivilbevölkerung da ein Bewusstsein eben auch für gewerkschaftliches Handeln zu schaffen. Also es macht, vielleicht bleibst du nicht lang in diesem Job, aber du bleibst lang in Jobs. Und deswegen ist es sinnvoll, Gewerkschaftsmitglied zu sein. Also, ja. Ja, okay. Adele, vielen Dank. Danke euch. Danke für die Einladung. Ja, vielen Dank noch einmal. Das war der offizielle Teil des netzpolitischen Abends. Ich möchte noch einmal alle unsere Vortragenden nennen. Es kommt ja jetzt auch der mehr informelle Teil, wo ihr auch noch die Möglichkeit habt, mit allen euch auszutauschen. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken bei Tanja Fachaltaler von Epicenter Works, Thomas Lohninger von Epicenter Works und eben Adele Siegel. Vielen Dank an euch natürlich, einen schönen Abend noch. Um 18.30 Uhr beginnen wir hier mit dem Film Entangled Recurrence und wo es auch danach eben noch eine Q&A geben wird. Jetzt einen kurzen Umbau. Dankeschön und einen schönen Abend.